Die FAU beginnt jetzt mit Vlogs. Doch was ist eigentlich ein Vlog? Wisst ihr das? Ja. Nein, weiß ich nicht. Nein. Ja, weiß ich. Und ja, ein Videotagebuch, oder? Nun, um es runterzubrechen, ein Vlog ist eigentlich eine Kurzgeschichte, die eine Person selber erzählt aus ihrem eigenen Leben. Viele Leute verstehen leider das Konzept von Vloggen nicht und zeigen eigentlich nur die ganze Zeit, was sie essen, was sie anziehen oder was sie sonst konsumieren. Ja, wenn man quasi so sein Leben abfilmt und was man denn so macht den ganzen Tag. Aber das ist auf jeden Fall nicht mein Ziel, denn mein Ziel ist es nicht nur euch zu entertainen, sondern euch auch Mehrwert zu geben. Und dabei soll es nicht jedes Mal gehen, was wieder Neues an der FAU passiert ist, sondern durchaus auch mal Sachen, die vielleicht nicht ganz so toll sind, wie die Mietpreise oder... Mir fehlt ein bisschen so das große Treiben. Zur Technischen Fakultät mehr Grünfläche eigentlich. Das heißt, der FAU-Vlog wird aus meiner Sicht passieren. Ich werde ihn filmen und ich werde ihn erzählen, doch die Frage ist eigentlich, wer bin ich? Nein. Nee. Nein, überhaupt nicht. Okay, nee. Nein. Tatsächlich nicht. Okay. Hey. Ich bin Dani, bin 23 Jahre und studiere eigentlich gar nichts mit Medien, sondern Medizin. Und da wohne ich. Ich lebe in einer 5er-WG, ziemlich nahe der Innenstadt. Hier sitzen wir öfter, verbringen mal unsere Freizeit, kochen und haben lustige Abende. Und draußen haben wir einen Riesengarten. Wir verbringen ziemlich viel Zeit, pflegen ihn und versuchen eigentlich so das Beste draus zu machen, soweit es geht als Student eben. Aber ich werde die Vlogs nicht alleine machen, denn Celine wird mir dabei helfen. Und wer Celine ist? Nun ja, ich lasse sie sich einfach selber vorstellen. Hey Leute, mein Name ist Celine, ich studiere Jura an der FAU und wie ihr sehen könnt, wird Daniel nicht alleine sein, denn auch ich werde einmal im Monat ein Video hochladen. In diesen Videos wird es über mich, über mein Studium gehen. Ich werde aber auch versuchen, euch die Städte Erlangen und Nürnberg näher zu bringen und ja, in 2 Wochen kommt dann mein Video online. Also würde ich mich echt freuen, wenn ihr auch da vorbeischauen würdet und ja, dann war es das jetzt mal von mir. Ich verabschiede mich. Tschüss. Also falls es schon 2 Wochen her ist, seitdem das Video veröffentlicht wurde, dann seht ihr jetzt irgendwo in den Ecken ihren Vlog. Um aber ein besseres Bild von mir zu bekommen, geht's jetzt auch wieder hoch. Ich selber komme aus Heidenheim und dort bin ich eben groß geworden. Bin dann für das Medizinstudium nach Erlangen gezogen und lebe jetzt hier schon 4 Jahre eigentlich. Genau, und ich finde Erlangen wunderschön und deshalb freue ich mich auch unglaublich auf diese Vlogs. Eine schöne Studentenstadt. Vielseitig. Klein. Die schönste Stadt der Welt. Entspannt. Und genau darum wird es auch in den Vlogs gehen. Das ist einfach Erlangen, die Umgebung und eben das Studentenleben ist aus der Sicht eines Studenten und nicht von der Uni selber. Ansonsten mache ich wirklich viel selber. Mein ganzes Zimmer habe ich selber gemacht. Ich mache viel mit Fotos, mit Videos. Ich mache außerdem viel Sport. Und ja, ab und zu läuft es nicht ganz so glatt. Ansonsten finde ich es natürlich super, dass die FAU mittlerweile eine Fairtrade-Uni ist, da ich einfach selber auch sehr drauf achte. Ich kaufe viel Secondhand, lebe mittlerweile komplett plastikfrei und versuche natürlich einmal allgemein so wenig wie möglich Verpackung zu benutzen. Ich freue mich unglaublich auf die nächsten Episoden und falls ihr irgendwelche Wünsche, falls ihr irgendwelche Themen habt, was euch wirklich interessiert, worüber ein Student berichten sollte, denn es wird sicherlich anders sein, als die Uni selber es tun würde, schreibt runter, würde mich mega interessieren. So, das war's jetzt auch schon von mir. Und jetzt heißt es Sachen packen, denn ich fahre morgen wieder nach Hause und werde 1 Monat lang in meiner Heimatstadt meine Formulatur machen. Und darum geht's auch nächstes Mal. Bis dann! So, das war's auch jetzt schon von mir. Und jetzt geht's weg von diesen Mücken.